fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao, ein Zauberer namens Karab, jagt nun Tag und Nacht nach ihm. Doch Presley hat vier Leibwächter, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren, alle hat die Mumien, sie schützen absolut neue Gestalt. Er hat die Mumien in San Franciscos Buchverein. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Schon tausende von Jahren, alle hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht. Alle hat die Mumien, nahe der Golden Gate Verein. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn sie wissen Bescheid, die Namiselei. Ist die Suppe endlich fertig? Probier doch mal. Igitt! Schmeckt wie Schlammwasser in einer Elefantenfußspur. Dann ist sie jetzt fertig. Ist das ein neues Amulett? Es passt nicht zu deinem Gewand. Der kleine Kerl ist Jakals Verderben. Er wird sich von seinen Kräften ernähren, ihm seine Power rauben und ihn zu einer trockenen, leblosen Mumie machen. Genauso wird es sein. Ich schiebe sie ihm heimlich unter seine Bandagen. Was für ein genialer Plan, Scarab. Ich würde sofort Beifall klatschen, wenn ich Hände hätte. Hey, Gott, das ist das Stichwort. Oh, oh. Warum es selbst erledigen, wenn ich die Sache an einen meiner dienstbaren Geister delegieren kann? Du machst gleich etwas Widerliches, Scheußliches, nicht wahr, Scarab? Das ist so ekelhaft. Ich schlage vor, dass du bei passender Gelegenheit einmal deine Fingernägel stutzt. Jubel das Jackal unter die Bandage. Jetzt müssen wir nur noch ein kleines Ablenkungsmanöver inszenieren. Das ist ja ein gewaltiger Body Slam gewesen. Nein, das glaube ich nicht, Gabe. Der Erdgeist ist sicher wieder erzürnt. Ich könnte diesen Kämpfer ganz sicher besiegen. Bist du davon überzeugt? Es wäre ein ungleicher Kampf. Er ist doch nicht größer als so. Wir unterbrechen unser laufendes Programm mit einer Sondermeldung. Die Polizei ist auf dem Weg zum Ort einer gewaltigen Explosion beim Bay Area Museum. Genau nach Plan. Läuft wie geschmiert. Hört zu, nehmt sofort die Hände hoch, ihr komischen Figuren. Joe, die machen sich gleich aus lauter Angst vor dir in die Hose. Meine Hände sollten eure geringste Sorge sein. Vor Schreck erstarrt. Scarab. Jakal. Er scheint auch pünktlich wie nach Plan. Mit der Kraft des Ra! Schlagen wir tot! Scarab, Schwert ab, Leute! Aber er hat seine Freunde zurückgelassen. Ich danke dir, Amon. Hey, ist doch nicht der Rede wert. Wenn ich dir helfen kann, tue ich das gern. Was in Ras Namen? Hm? Ich könnte schwören, dass mich gerade was gepiekt hat. Nein, habe ich mir wohl doch nur eingebildet. Du Tölpel, muss man denn alles selber machen? Wenn man sich nicht mal mehr auf seinen eigenen Geist verlassen kann, wem soll man dann noch trauen? Sie ist doch mal positiv, großer Meister. Immerhin ist der kleine Kerl einer der Mumien untergejubelt worden. Ja, das stimmt. Eine weniger, um die ich mich kümmern muss.
Aber Armon ist am stärksten. Ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern, bis seine Kräfte schwinden. Ist ganz leicht. Du hast gut reden, Armon. Du bist ja hier auch nicht auf die Matte geknallt. Aber der Fußboden ist doch aus Stein. Vergiss es, es würde zu lange dauern, es dir zu erklären. Versuchen wir es einfach nochmal. Und da bist du ganz sicher? Selbst der Gipsu kann meinen Vorteil an Kräften für dich nicht wettmachen. Das wollen wir erst mal sehen, mein Freund. Hey, ich hab's ja geschafft. Du machst sehr gute Fortschritte. Das reicht für heute, würde ich sagen. Der Unterricht ist vorbei. Oh, der große Armon ist ein schlechter Verlierer. Rapsis hat geschummelt. Er hat nicht den vereinbarten Griff angesetzt, sonst hätte er mich niemals aufs Kreuz gelegt. Ich fühle mich irgendwie müde. Müde? Seit wann bist du denn müde, Armon? Wie wär's mit einem Häppchen zu essen? Ich habe keinen Hunger. Das ist ja noch was ganz Neues. Die härtesten und stärksten Männer der Erde kämpfen bei dieser Veranstaltung um die Weltmeisterschaft. Alle Griffe sind erlaubt. Sollen alle wissen, was für ein harter Bursche sie sind? Oder wollen sie sich vielleicht selbst etwas beweisen? Ist hier der Wettbewerb der härtesten Gladiatoren auf der ganzen Welt? Füllen Sie dieses Anmeldeformular aus. Wer sind Sie? Die Mumie vielleicht? Ich bin eine davon. Tut mir leid, Teams sind nicht zugelassen. Da unterschreiben. Ich würde an Ihrer Stelle mal an der Rechtschreibreform teilnehmen. Hier sind Sie, die härtesten Kämpfer der Welt. Und heute Abend wird entschieden, wer die Nummer 1 ist. Es gibt noch freie Teilnehmerplätze, also kommen Sie her und tragen Sie sich ein. Armon wird live im Fernsehen in Stücke gerissen. Das würde ich gerne miterleben. Und dank des kräfteraubenden Amuletts können diese kläglichen modernen Krieger es schaffen, ihn zu besiegen. Zeigen Sie der Welt, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Geschnitzt sind? Ja, das bringt mich auf eine ganz wundervolle Idee. Aus Bronze ist dein Fleisch und geschmolzene Bronze fließt in deinen Adern. Geist des Talos, Mann aus Bronze, ich rufe dich. Warum hast du mich gerufen? Sag es mir, kleiner Mann. Es wird ein Wettbewerb abgehalten, um herauszufinden, wer der stärkste Kämpfer der Welt ist. Niemand auf der Welt ist stärker als ich, Talos. Ich hoffte, dass du das sagen würdest. Da muss ich also rein, wie es aussieht. Ich komme, um am Wettbewerb teilzunehmen. Sie haben die Anmeldefrist gerade noch eingehalten. Er beginnt nämlich in einer Stunde. Schön braun gebrannt sind Sie. Das ist Bronze. Irgendwie aufregend. Hey, Armon! Armon! Leute, wo steckt denn Armon? Es ist Zeit für den Ägyptsu-Unterricht. Unser Freund ruht in seinem Sarkophag. Selbst der Löwe muss schlafen. Er ist eher eine Fledermaus, weil er schon den ganzen Tag da drin ist. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht. So lange zu schlafen ist überhaupt nicht seine Art. Nefertina hat ganz recht. Zuerst schlägt ihn Rapsis beim Ägyptsu, dann will er nichts essen und er schläft den ganzen Tag. Irgendwas stimmt wirklich nicht. Mehr würde ich sagen. Naja, wie man's nimmt. Wo könnte er denn nur sein? Vielleicht sollten wir mal die Geisterkiste zur Rate ziehen. Eventuell zeigt sie es uns. Du hast es immer noch nicht verstanden. Das Fernsehen zeigt doch nicht alle Leute auf der Welt. Es gibt Sendungen mit Schauspielern und darüber hinaus. Ist es möglich, dass du es bist, der die Geisterkiste nicht versteht, Presley? Er ist alt, er ist staubig, er ist bandagiert. Das ist die Mumie! Er ist riesengroß, er ist gemein und er ist so unheimlich furchteinflößend, dass er eine Maske tragen muss. Der maskierte Zerstörer! Wow!
Jetzt befördere ihn auf die billigen Plätze! Sieht so aus, als hätte die Mumie Probleme! Er wird seine Bandagen brauchen, wenn der Zerstörer mit ihm fertig ist! Ich habe mal gesehen, wie Amon mühelos eine Kuh in die Luft gestemmt hat. Ja, und sie dann in die Küche beförderte. Nun sieht es so aus, als würde sich der Zerstörer zu einem Body Slam hinreißen lassen. Jawohl! Ja! Mumie! 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 Was für ein Kämpfer! Was juckt da so? Ich finde, wir sollten jetzt in die Halle gehen. Amon braucht uns vielleicht. Der Jäger hat seine Gründe, wenn er den Löwen jagt. Den Löwen? Welchen Löwen denn? Amon will sich selbst beweisen, dass er immer noch ein großartiger Kämpfer ist. Unsere Hilfe würde seinem Selbstbewusstsein schaden. Vielleicht hast du ja recht. So gefährlich kann es ja auch nicht werden. Er kämpft ja nur gegen normale Menschen. Und jetzt läuten wir die nächste Runde ein. Also dieser Talos ist wirklich was ganz Besonderes. Oh Mann, ist das ein Körperbau! Als der gemacht wurde, hat er alle Formen gesprengt! Yeah! Es sieht so aus, als würde die Mumie langsam schwächer werden! Hey! Yeah! 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 Ich muss den Kampf beenden. Ich bin irgendwie so furchtbar müde. Oh, oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Was für ein Trick! Die Mumie gewinnt wieder! Oh, meine Augen! Nein! Ha! Mami, es hat gar nicht weh getan. Und wieder ein Sieg für die Mumie! Jetzt steht zwischen ihm und dem Weltmeistertitel nur noch Talos, der Mann aus Bronze! Das Amulett wirkt hervorragend. Armon ist mit seinen Kräften fast am Ende. Er ist schwach wie ein kleines Kätzchen. Ganz recht, Amut. Es wird Zeit, in die Halle zu gehen und zuzusehen, wie Armon von Talos zu einem Knäuel Lumpen zusammengequetscht wird. Und jetzt kommt das Finale. Nun wird entschieden, wer der härteste Kämpfer auf der Welt ist. Der eine Teilnehmer ist ausdauernd, hart und gerissen und er kommt aus Ägypten. Mumie? Hier unten. Der Karl, wir müssen etwas unternehmen. Ja, du hast recht. Und sein Gegner mit einem Gewicht von 500 Pfund, bevor die Waage zerbrach. Der Mann aus Bronze, Talos, ja! So wie der aussieht, scheint er von einem anderen Planeten zu kommen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass Karab hinter der ganzen Sache steckt. Dann müssen wir Amon unbedingt retten. Tut mir sehr leid, die Halle ist ausverkauft. Aber nicht für mich, verehrte Lady. Ha!
komm rauf und kämpfe, du elender Feigling. Du hast leicht reden, dir geht's ja nicht so schlecht wie mir. Dann willst du also aufgeben, nicht wahr? Oh nein, ich hab noch nie in meinem Leben aufgegeben. Oh, oh. Ich bewundere deinen Mut, du Wickelpaket. Bedeutet das vielleicht, dass du mein Freund werden willst? Nichts da. Scarab scheint schneller gewesen zu sein. Na, fühlst du dich ein bisschen abgespannt, Armon? Nicht mehr so voller Saft und Kraft, hm? Lass ihn in Ruhe, er gehört mir. Der Wettbewerb ist erst zu Ende, wenn ich ihn besiegt und vernichtet habe. Misch dich da nicht ein, sonst zerschmettere ich dich gleich mit. Amut, verschlinge Armon, während ich diesem Undankbaren eine Lektion erteile. Du wendest dich gegen deinen Meister, ich habe dich als Kreatur erschaffen. Haha, na komm, greif an. Du darfst es gerne versuchen, Scarab. Ich liebe es, wenn diese Typen darum betteln. Kein Gratisfresschen mehr, du Töle. Wie geht's dir denn, Amon? Ich bin müde. Ich bin sehr müde, furchtbar müde. Mit der Kraft des Ra! Sache aus. Hört zu, ich kann euch alle vernichten, alle. Beachtet ihn nicht. Es wird schwer fallen, ihn nicht zu beachten. Ausnahmsweise bin ich dieses Mal deiner Meinung, Ras. Wir sollten uns auch zurückziehen. Was haben wir eigentlich davon, wenn wir gegen Talos kämpfen? Ich bezweifle aber, dass er dann von allein friedlich abziehen wird. Die ganze Welt kann kommen, denn ich bin unbesiegbar. Ja! Wir müssen ihn aufhalten, bevor die Stadt plattwalzt. Also gut, treten wir ihm in seinen riesigen Bronzetut. Hey! Ja! Der Stöpsel! Er bewegt sich nicht! Gib auf, du Schwächling! Ihr erbärmlichen Figuren, ich zerquetsche euch wie Ungeziefer! Wow! Meine Kräfte, Freunde, sie sind wieder da! Jetzt gehörst du mir, Talos. Ich werd's dir zeigen mit der Kraft des Ra! Wie wär's mit einer Revanche, Talos? Ich schlage vor, der Sieger erhält alles. Yeah! Yeah! Armon, der Stöpsel in seiner Ferse, das ist deine einzige Chance. Talos, es wird Zeit, dass dir der Zahn, ich meine, der Stöpsel gezogen wird. Ja! Ich finde, er ist ein ziemliches Weichei. Armon, wir müssen gehen. Aber ich habe gewonnen. Kriege ich denn gar keine Trophäe? Du hast deine Selbstachtung wieder. Was braucht die Mumie mehr? Aber eine Trophäe wäre so schön. Wie wär's, wenn wir dir ein tolles Essen spendieren? Großartig. Immerhin muss ich bei Kräften bleiben. Namens Presley fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte,
Ägypten war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karab, der hat nun Tag und Nacht erlebt. Doch Presley hat vier Leibwächter, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren alt. Er hat die Mumien, sie schützen Ramses neue Gestalt. Er hat die Mumien in San Franciscos Bucht bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Von Jahren alt. Er hat die Mumien. Sie machen vor Gefahr nicht halt. Er hat die Mumien. Na, der Golden Gate bereit. Er hat die Mumien. Sie schützen unsere Welt von heute. Denn die wissen Bescheid. Die Tamiselei.